Leopolds 4 Küchenchef Oliver Hoffinger verabschiedet sich öffentlich von seinem Bauch. In den ersten zwei Wochen von Koch dich schlank hatte er ja bereits insgesamt 5 Kilo abgenommen. Wie viel war es in der letzten Woche? Am Ende sollen es ja zumindest 15 Kilo in 15 Wochen sein. Und das nur durch smarte Ernährung und etwas Bewegung. Aber wie geht das mit seiner heutigen verführerischen Hauptspeise? Saftigem Schweinsbraten mit knackigem Kraut und flaumigen Knödeln zusammen? Klingt nicht nach einer Speise zum Abnehmen. Und wenn doch, wie soll das gehen? Alle Antworten und viel Genuss jetzt in Koch dich schlank. Koch mit Oliver. Hallo und herzlich willkommen bei Koch dich schlank in Koch mit Oliver. Wir sind in Woche 4 meines Abnehmexperiments und zwar in 15 Wochen 15 Kilo abzunehmen. Neben mir meine liebe Freundin Karin. Hallo. Im Zuge dessen möchte ich sagen, alles Liebe und alles Gute und baldige Besserung an die Vanessa. Die liegt nämlich krank zu Hause, deswegen bist du heute da. Smarte Ernährung ist unser Thema. Was muss man da beachten? Es gibt ein paar Grundregeln. Was sind denn die wichtigsten? Also das Wichtigste ist auf jeden Fall kein weißes Mehl, kein weißer Zucker, keine industriell verarbeiteten Lebensmittel und Bewegung. Das heißt, einfach mehr Bewegung in den Alltag einbauen, mal eine Station früher aus der Straßenbahn zum Beispiel aussteigen. Genau, mache ich jetzt auch immer wieder. Die restlichen Grundregeln, die gibt es auf kochmitoliver.at. Ich muss sagen, heute freue ich mich ganz besonders aufs Kochen. Ich habe ein bisschen einen Durchhänger im Moment. Das geht irgendwie. Das glaube ich dir. Wir müssen jetzt nur leider trotzdem noch... Was? Die Waage wartet. Der Tag der Offenbarung. Ich weiß ganz nicht, ob ich abgenommen habe. Ich bin mir nicht sicher. Ja? Luft anhalten. 104, sagen wir. Ja, wenn wir lieb sind, dann sagen wir das mal so. In der letzten Woche hat Oliver also wieder 1 Kilo abgenommen. Macht -2 Kilo für die Kleidung, also 102 Kilo. Das ist zwar abnehmtechnisch weniger als in den beiden Wochen zuvor, aber immerhin sind seit dem Start von Koch dich schlank vor 3 Wochen schon 6 Kilo verschwunden. Die Kurve verflacht aber ein bisschen. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen frustriert gerade. Ja? Also ich gehe regelmäßig ins Fitnesscenter und brav Straßenbahn aus und Stufen rauf. Und ich habe das Gefühl, es geht im Moment nichts weiter. Naja, es ist auch Abnehmen ein Marathon und kein Sprint. Es dauert einfach. Es gibt Phasen, da geht nicht viel weiter. Aber es geht was weiter. Ja. Es ist ja nicht stehen geblieben. Und du machst es ja für dich. Es ist gesund, es tut dir gut. Also bleiben Sie dran, ich bleibe auch dran. Weitermachen. Ich habe mir für heute was überlegt. Und zwar wirklich etwas, wo ich sage, da freue ich mich echt drauf. Das würde man nicht glauben, dass das funktioniert. Denn Oliver will jetzt tatsächlich einen Schweinsbraten mit Kraut und Knödeln zubereiten. Schweinsbraten ist ja eigentlich nach Schnitzel eine von Olivers Lieblingsspeisen und sorgte auch bei uns in der Sendung schon öfters für wahres Entzücken. Vor allem dann, wenn die Säfte flossen. Jetzt wird es aber ein wahrliches Schlankmachergericht. Ich würde nämlich gern gleich einmal mit dem Schwein beginnen. Ja? Erstens werde ich einmal das Fett runtergeben vom Schwein, weil ich weiß, Fett soll man ja nicht. Ja? Und ich habe da eine wunderschöne Rose vom Jungschwein, das heißt, das ist das Karree. Unser Karree wird jetzt, wie jeder Braten, zunächst mit Salz und Pfeffer behandelt und anschließend mit Kümmel. Kümmel hat ja so ein paar tolle Eigenschaften. Wo hilft uns der eigentlich? Genau, vor allem wenn wir hier das Weißkraut haben, das ein sehr gutes Gemüse ist, weil es viele Vitamine hat, viel Vitamin C hat, aber leider auch den Nebeneffekt, dass es ein bisschen blähend wird. Sie wissen, was das bedeutet. Ja, kann unter Umständen unangenehm sein und deshalb haben wir den Kümmel, der wirkt dem Ganzen entgegen, der beruhigt den Magen wieder ein bisschen und gleicht das Ganze aus. Und nach dem Kümmel folgt natürlich noch die ultimative Geschmacksbombe, der Knoblauch. Achten Sie hier darauf, dass Sie den Knoblauch nicht pressen, sondern klein schneiden. Denn gepresst würde er beim Anbraten des Karrees viel zu schnell bitter werden. Während das Fleisch also jetzt erstmal Bekanntschaft mit der Pfanne macht, macht sich Oliver über das Weißkraut her. Abnehmtechnisch ist dieses Kraut übrigens wahnsinnig dankbar. Wenn ich wirklich Hunger habe, kann ich echt viel davon essen, weil es einen niedrigen Kaloriengehalt hat. Es hat aber gleichzeitig auch viele Ballaststoffe, die machen lange satt, die helfen der Verdauung. Und es hat Vitamin C, beziehungsweise eine Vorstufe von Vitamin C. Aber das finde ich cool. Genau. Die Vorstufe zum Vitamin C, das klingt jetzt sehr kryptisch. Was ist das? Klingt wahnsinnig kompliziert. Ist es nicht. Der Riesenvorteil dabei ist, normal verliert Gemüse, wenn man es kocht, den Vitamin C-Gehalt. Bei diesem Weißkraut ist es allerdings so,
dass es erst aktiviert wird. Das heißt, es behält den vollen Vitamin-C-Gehalt und ist dadurch wahnsinnig nährstoffreich. Wichtig ist, dass man ein perfektes Weißkraut zunächst tatsächlich scharf anbraten sollte, anstatt es nur zu dünsten oder zu kochen. Denn mit Röstaromen kommt dann der volle Geschmack zur Geltung. Und was kommt da noch dazu? Ja, ich gebe jetzt eine Spur Öl dazu, ganz wenig, und dann den Zwiebeln. Gesagt, getan. Sobald die in feine Streifen, sogenannte Julienne, geschnittene Zwiebel beim Weißkraut in der Pfanne sind, kann auch schon das rundum angebratene Jungschwein vom Herd. Und jetzt, stimmen wir daher, jetzt kommt's ab in mein Rohr. Schauen wir, sehr gut. Mittlere Schiene, 210 Grad Ober- und Unterhitze. Ich schätze, dass wir jetzt ungefähr bei 25 Minuten bei dieser Temperatur lassen, dann schließen sich die ganzen Zellen und es bleibt wirklich schön saftig. Und dann reduzieren wir die Hitze auf nur 110 Grad, damit er schön langsam durchzieht. Pizza, Fleischlaber, gefüllte Melanzani, Rumpsteak, Käseomelett und. Oliver hat auch in Woche 3 ordentlich reingehaut und trotzdem auf den Bauch geschaut. Und vor allem beim Frühstück experimentiert. Neben fruchtigen Haferbrei war dringend Abwechslung nötig. Ich habe was Neues probiert. Und zwar Quinoa mit bisschen Blattspinat drinnen und dazu 2 pochierte Eier. Großartig. Perfektes Frühstück. Was darf ich davon nicht? Du darfst alles davon. Solange es bei einer Portion bleibt. Ja, 2 Eier sind auch genug. Genug Sushi kann es für Oliver aber nie geben. Doch weißer Reis ist doch böse, oder? Es ist nicht böse, aber du solltest es mischen, ein bisschen Sushi, aber mehr Sashimi. Sashimi ist ja nur der reine Fisch. Wenn du ein bisschen Reis dabei hast und es ist ab und zu ein weißer Reis, kann ich damit leben, aber zu oft soll es nicht sein. Das stimmt, da gebe ich dir recht. Und neben köstlichem Fisch gab es auch saftige Fleisch-Highlights, wie ein Rumpsteak oder faschierte Leibchen. Was irrsinnig gut angekommen ist, war faschierte Leibchen. Ja, reines Rindsfaschiertes und dazu Kartoffelpüree für die Kinder und Süßkartoffelpüree für uns. Klingt alles gut. Die Frage ist nur, hast du auch gesündigt oder sind das alles die gesunden Sachen gewesen, die du die Woche gegessen hast? Naja, gesund war fast alles, muss ich sagen. Ich habe unlängst einmal am Abend gesündigt. Da haben die Kinder so ein bisschen was von den Chips stehen lassen, die sie am Nachmittag essen haben dürfen. Ich gelobe besser. Ja. Das wollen wir doch hoffen. Sie können Oliver Hoffingers köstlich leichten Abnehm-Selbstversuch aber auch auf kochmitoliver.at und in den sozialen Netzwerken verfolgen. Auf Facebook, Twitter und Co. können Sie auch Ihre köstlichen, gesunden Speisen posten. Und mit etwas Glück laden wir Sie dann ein, gemeinsam mit Oliver bei uns im Studio Ihre Speise nachzukochen. So wie unsere Karin heute. Zunächst machen wir mal das Weißkraut fertig, das nun einige Minuten zum Einköcheln hatte. Jetzt lösche ich ab mit ein bisschen Hesperin-Essig. Essig ist ja auch nicht schlecht, ne? Essig ist wunderbar. Ist ein guter Geschmacksträger. Genau, und macht das Ganze meiner Meinung nach also jetzt geschmacklich auch noch bekömmlicher. Ein bisschen Wasser. Okay, that's it. Die restliche Würze kommt erst ganz zum Schluss und jetzt lassen wir es langsam vor sich hin dünsten. In der Zwischenzeit machen wir unsere Zucchini-Nudeln. Ja, nun geht es an unsere eigentliche Schlangschlemm-Vorspeise. Denn der Braten braucht ja noch eine ganze Weile und die Knödel sind nicht einmal noch in Werden. Unsere Pasta hat Suchtpotenzial. Denn sie ist nicht nur köstlich, sondern, und jetzt kommt's, auch noch praktisch kalorienfrei. Denn unsere Nudeln bestehen eben nicht aus Nudeln. Jetzt warst du so lieb und hast da was mitgebracht. Das finde ich besonders cool. Das heißt, ich käme mit dem Ding nicht aus, du musst es machen. Ja? Ein großer Spitzer in Wahrheit. Ja. Wirklich praktisch, man kann es für viel Gemüse verwenden, Zucchini, Karotten, was auch immer. Und funktioniert wirklich wie ein großer Spitzer. Man macht hier die Zucchini-Nudeln. Das ist ja cool. Das heißt, wir ersparen uns quasi die Kohlenhydrate mit den weißen Nudeln und haben stattdem die Zucchini-Nudeln. Die restlichen Zutaten klingen ebenfalls sehr einfach, sind aber allesamt großartige Geschmacksträger. Bitterer Rucola, eine saure Bio-Zitrone, scharfer Chili und etwas würziger Schafskäse. Da haben wir jetzt einen fettreduzierten Schafskäse gekauft, hast du zu mir gesagt, 9%iger. Genau. Warum darf ich das in dem Fall schon? Na, es ist so, an sich bin ich kein großer Freund von fettreduziert, weil das entweder auf Kosten des Geschmacks geht oder andere Inhaltsstoffe drin sind, die man auch nicht haben will. Der Schafskäse ist aber so intensiv,
dass es vom Geschmacklichen her keinen Unterschied macht. Das heißt, man kann ruhig den nehmen, das verleitet dann nicht mehr zu essen. Während Oliver nun etwas Zitronenschale und die entkernte Chili klein schneidet, verarbeitet Karin auch die dritte Zucchini zu Spaghetti. Sollten Sie keinen Spiralschäler haben, können Sie natürlich auch einen Sparschäler verwenden und quasi dicke Fettuccini oder Tagliatelle statt Spaghetti aus den Zucchini schneiden. Geschmacklich macht das keinen Unterschied. Nun geht es an das Nudelwasser für unsere Nicht-Nudeln. Ich werde das Zucchini-Wasser trotzdem ein wenig salzen, damit es ein bisschen einen Grundgeschmack kriegt, und ein wenig Zitrone reingeben. Für die Soße werde ich jetzt dann die Chili anbraten in ganz wenig Olivenöl, ein bisschen Zitronenzeste dazugeben und dann die Zucchini-Nudeln in diesem Sud mit ein bisschen Wasser schwenken. Der Schafkäse drüber und Kresse und natürlich der Rucola. Während Oliver das alles vorbereitet, wandern die Zucchini-Nudeln ins ganz leicht kochende Wasser. Hier sollen sie natürlich nicht gar gekocht werden, sondern lediglich blanchiert, also kurz überbrüht. Nach dem Wasserbad können unsere Nudeln schon direkt in die Soße zum Durchschwenken. Soll ich den inzwischen ein bisschen verkleinern, den Schafkäse? Ja, das wäre total lieb von dir, bitte. Kann man mit dem Messer, kann man aber auch wunderbar zerbröseln. Genau, finde ich auch. Ein bisschen Zitronensaft macht die ganze Sache schön frisch. Schauen Sie die Farbe an. Das ist echt cool. Ein wenig Salz, aber aufpassen. Der Schafkäse ist an und für sich auch sehr gesalzen. Nicht allzu viel. Pfeffer auch aufpassen. Gibt aber eine andere Schärfe ab als der Chili. Also kann man doch durchaus ein bisschen was dazugeben. Und jetzt ganz wenig von dem Rucola dazugeben. Nochmal durchschwenken. Den Rest geben wir dann oben drauf. Genauso wie den zerbröckelten Schafskäse. Es ist serviert. Obwohl das jetzt ohnehin köstlich schmecken müsste, nach all dem, was drin ist, steht Oliver Hoffinger trotzdem der Schweiß auf der Stirn. Werden seine Nudeln mit Schaf und Schafskäse ohne Kohlenhydrate jetzt auch halten, was er versprochen hat? Für ihn und Karin geht es jetzt ans Verkosten. Al dente, leichte Zitrone. Ein bisschen scharf, aber nicht zu wild. Ich habe Angst gehabt, aber das ist okay. Nein, nicht. Und der Schafkäse macht so richtig Wuff im Mund. Ja? Das ist ja das, was wir wollen. Wir sagen es immer wieder, oder? Fett macht einfach Spaß. Und da ist es gerade so, dass man es brauchen kann. Ganz, ich sage Ihnen, sechs Minuten. Solche Zucchini-Nudeln zwischendurch. Wenn Sie einen Spitzer nicht zu Hause haben, Sie können es auch mit dem Sparschäler runterschälen und dann ein bisschen halbieren. Dann funktioniert das gut. Funktioniert das gut. Ist ein wunderbar leichtes Essen, das schnell geht und praktisch keine Kalorien hat. In dem Fall haben wir uns ja auch mit dem leichten Schafkäse viel an Fett gespart. Genau. Und gut ausschauen dort zusammen. Das Rezept gibt's natürlich auf kochmitoliver.at. Und wenn Sie Schafskäse nicht besonders lieben, dann klappt's auch verführerisch mit Grana und Knoblauch. So, ich glaube, ich mache mir jetzt schnell auch eine Portion. Diese Woche haben Sie die einmalige Möglichkeit, ein Multifunktions-Headset bestehend aus einem Herd und einem Kochfeld von Elektra Bregenz zu gewinnen. Mit seinem neuartigen Beheizungssystem Surf, programmierbarem Digitaldisplay, versenkbaren Bedienknöpfen sowie 8 Kochfunktionen ist er ein Hingucker in jeder Küche. Beantworten Sie uns die Gewinnspielfrage auf puls4.com. Die beste Antwort gewinnt. Puls4-Küchenchef Oliver Hoffinger hat nach nur 3 Wochen Koch dich schlank bereits 6 Kilo abgenommen. 15 Kilo sollen es in 15 Wochen insgesamt sein. Und das alles durch smarte Ernährung und etwas Bewegung. Aber ohne Diät und ohne Verzicht. Oder klingt ein Schweinsbraten mit Kraut und Knödeln für Sie nach Verzicht? Wie diese Speise die Kilos purzeln lässt, jetzt in Koch dich schlank. Koch mit Oliver. Unsere Vorspeise, köstlich pikante Nudeln aus Zucchini, waren in gerade einmal 6 Minuten fertig und praktisch kalorienfrei. Davor haben Oliver und sein heutiger Ernährungscoach Karin bereits ein wunderbares Karree vom Bio-Jungschwein mit Salz und Knoblauch eingerieben, angebraten und in den Ofen geschoben. Nun geht es darum, dafür zu sorgen, dass wir auch noch das letzte bisschen Geschmack aus dem Braten herauskitzeln können. So ein bisschen Kruste hat mein Fleisch schon bei den 210 Grad bekommen. Das wird übrigens wahnsinnig schnell heiß. Jetzt soll es aber schön saftig innen bleiben. Wie kann man das tun? Ganz einfach, bei mir gibt es ein eigenes Programm, das heißt Niedertemperatur-Garmethode. Auf das schalten wir es und da lassen wir es bei 110 Grad einfach weiterziehen. Eine knappe Stunde sollte der Braten noch bei niedriger Temperatur weitergaren.
Das Weißkraut als eine der beiden Beilagen ist schon fertig. Und die Knödel will Oliver erst in letzter Minute machen. Das bedeutet für jetzt: Wir haben Zeit. Jetzt machen wir Cracker. Wunderbar. Wir machen Cracker aus Kichererbsen. Für den Grundteig seiner späteren Cracker zerkleinert Oliver zunächst Dosenkichererbsen und vermengt sie dann mit Koriandersamen, etwas Salz und Wasser. Und zur Bindung geben wir jetzt was noch dazu, Karin? Da kommt jetzt noch ein bisschen Kichererbsenmehl dazu. Genau. Und ein Ei. Das geben wir auch noch hinein. Da geben wir in dem Fall jetzt nur das Dotter und das Weiß heben uns auf, weil wir streichen das ja dann mit noch ein und geben Gewürze drauf, eben den Sesam. Und das können wir dann dafür gut brauchen. Der Kichererbsen-Cracker-Teig muss nun so dünn wie nur möglich auf ein Backblech, damit er nach dem Backen auch schön kross und knusprig wird. Und das streichen wir jetzt ganz dünn da auf. Wie soll das funktionieren? Ganz einfach, wir geben noch eine zweite Schicht von diesem Backpapier drauf und dann... Jetzt wissen wir schon, was es ist. Und dann nehmen wir unseren können wir zwei Dinge nehmen. Erstens mal so einen Plattierer da. Und dann zweitens am besten noch einen Teigroller, um auch in die letzten Ecken unseres Backblechs zu kommen. Sollte man keinen Teigroller haben, geht es auch mit jeder Dose. Und nachdem ja das Backpapier dazwischen ist, wäre das Ganze auch hygienisch unbedenklich. Dann bestreuen wir die ganze Sache. Jetzt kann man das vorher ausschneiden oder ich würde es gerne lieber nachher ausschneiden. Tun wir uns, glaube ich, leichter. Jetzt bestreichen wir es erst mit dem Eiweiß. Ja. Da müssen wir nur vorher, wenn du so ein bisschen mit der Gabel ein bisschen verquirlen, dann tun wir es leichter mit dem Bestreichen. Und nach dem Eiweiß kommt nun noch zweierlei Sesam dazu. Und der Unterschied zwischen dem Schwarzen und dem Weißen ist ganz einfach der, dass der Schwarze noch die Schale, die Hülle drumherum drauf hat und der Weiße nicht. Vom Geschmack her macht es keinen großen Unterschied. Man kann es ganz gut mischen. Der Schwarze hat den Vorteil, dass er durch die Nährstoffe in der Schale einfach besser verstoffwechselt wird. Das heißt, verarbeitet vom Körper. Und wenn Ihnen was abbrennt ist, geben Sie einen schwarzen Sesam dazu, sagen Sie es gehört so. Das war ein Scherz. Das sind die Kochtricks. Das dürfen einem Koch nie glauben, wenn er solche Sachen sagt. Das gehört so. Okay. Ab damit in meine Mikrowelle. Die brauchen wir jetzt auch gar nicht ernsthaft vorheizen. Es geht nämlich wahnsinnig schnell. Auf damit. Mittlere Schiene. So. Und dann ganz einfach schnell einstellen. Da auf reine Heißluft 130 Grad. 20 Minuten werden wir brauchen. Start. In der Zwischenzeit haben wir Zeit, unsere Tipps zu machen. Für unsere Kichererbsen-Cracker mit Sesam hat sich Oliver Folgendes auf einer griechischen Joghurtbasis überlegt. Einfach Petersilie fein. Einfach nur zusammenhacken. Ja, genau. Petersilie, Schnittlauch und ein wenig Koriander. Noch dazu werden wir ein wenig Zitronenschale dazugeben. Das kann auch nie schaden bei Joghurt. Ich finde, dass Säure im Joghurt nie schaden kann. Die Kräuter werden einfach nur klein gehackt und kommen mit der Zitronenzeste zum Joghurt dazu. Mehr ist für den ersten Dip gar nicht notwendig. Ich mache in der Zwischenzeit den zweiten Dip. Und zwar habe ich mir da eine Mango gekauft, die jetzt noch nicht zu 100% reif ist. Weil was ich auch mittlerweile gelernt habe, ist, wenn wir quasi ein bisschen mehr Zeit zum Verdauen brauchen, dann ist es ja auch gut. Ne? Also wenn was nicht so leicht verdaulich ist. Genau. Also das ist auch kein Nachteil. Die Ballaststoffe sind wichtig, die sorgen auch dafür, dass alles ein bisschen länger braucht sozusagen. Und man ist auch länger satt. Genau. Und wer länger satt ist, will konsequenterweise auch nicht gleich wieder noch etwas essen. Und das führt genauso zum Abnehmen wie ein wenig Sport, den Oliver jetzt zum ersten Mal seit sehr, sehr langer Zeit auch wieder betreibt. Schon letzte Woche hat Olivers Personal Coach Stefanie unseren Puls 4 Küchenchef so richtig schwitzen lassen. Ja, selber schuld, lieber Oliver. Denn wer mit dem Lift im Fitnesscenter fährt, der hat ja dann auch genügend Kraft für ein ausgedehntes Intervalltraining. Aber hast du etwa aus deinem Fehler der Vorwoche gelernt? Hallo. Sehr sportlich, wie du den Stiefel raufkommst, Oliver. Bin ich super. Schon verschwitzt, ja. Ja, nein, aber du setzt es um. Was super. Passiert heute? Mehr Bewegung im Alltag. Aufgewärmt ist Oliver ja schon. Los geht's mit Übung 1, den berüchtigten Ausfallschritt. Wir machen da mal eine tiefe Kniebeuge, Rücken ist schön gerade und du stehst fest auf den Fersen.
Ja? Dann steigst du zusammen. Ja? Dann kommst du mit dem Bein nach hinten. Machst da einen tiefen Ausfallschritt, kommst wieder zusammen und gehst noch einmal nach vorne. Okay? Oliver, du strotzt dir heute richtig vor Energie. Und wie gelenkig du erst bist. Aber die Stirn fängt schon wieder an, ein wenig zu glänzen. Oliver, du wirst doch jetzt nicht schon schlapp machen. Das schaut ureinfach aus. Ist es überhaupt nicht. Ist es überhaupt nicht, nein. Gell? Okay. Schnaufst schon ganz schön, ha? Schnaufe ich, ja. Ja, okay. Die Beine lassen wir jetzt ein bisschen ruhen. Wir tun was für den Oberkörper, wird aber nicht unbedingt weniger anstrengend. Das glaube ich sofort. Okay, wir brauchen Bauchspannung. Ja. Wir machen Rudern in der Liegestützposition. Das klingt unanstrengend. Geht super, oder? Und mit Hanteln auch noch. Oliver, jetzt heißt's alles geben. Dein Personal Coach Stefanie sollte ja stolz auf dich sein. Dein Kopf hat aber schon eine richtig gute Farbe. Marke Tomatenrot. Sonst bringt den Puls 4 Küchenchef ja nichts so leicht ins Schwitzen. Aber in Stefanie hat Oliver jetzt wohl seinen Meister gefunden. Ja. Ganzkörperspannung nennt man das, oder? Ja, absolut. Fühlt sich auch so an, oder? Total. Passt. Wie war das für dich? Uranstrengend, aber motivierend. Ja, cool. Okay, nein, du hast es gut gemacht. Hat mir gut gefallen. Okay. Weiter so. Danke, ja? Bis nächste Woche. Es ist anstrengender, als 2 Straßenbahnstationen zu gehen, muss ich sagen, was man da macht. Okay. Das stimmt. Du hast jetzt die Kräuter alle schon drinnen. Bitte noch ein bisschen salzen. Und ein wenig pfeffern, damit die ganze Sache noch einen Pep bekommt. Ich bin jetzt gleich fertig mit meiner Mango und werde da einen Zitronensaft reingeben. Ganz wenig Öl. Da hätte ich mir aber gedacht, dass wir vielleicht ausnahmsweise kein Olivenöl nehmen, sondern ein bisschen was Neutraleres. Ich glaube, ich habe ein Rapsöl da. Ja. Und salzen, pfeffern und vor allem Chili dazugeben. Bei Oliver kommen jetzt noch etwas Zitronensaft und Öl zur Mango und den Chilis hinzu. Nun soll noch Koriander folgen. Also, noch ist das keine Dipsoße, Oliver. Nein, warte, wir sind ja nicht fertig, mein Schatz. Das ist gut, weil sonst wäre das hier eher ein Fruchtsalat. Fruchtsalat, frisch. Gut. Koriander. Perfekt. Schmeckt gut und schaut schön aus. Genau. Wir werden aber da einen Teil aufmixen und den anderen Teil als Fruchtbestand sozusagen drin lassen. Damit es ein bisschen cremiger wird. Sonst können wir ja nicht dippen, in Wahrheit. Ne? Okay, jetzt macht es Sinn. Mit dem Stabmixer wird die eine Hälfte des noch Mangosalats püriert und dann wieder mit den gewürfelten Mangos vereint. Die Cracker sind immer noch in der Mikrowelle bei Heißluftfunktion, der leichte Schweinsbraten im Ofen bei Niedrigtemperaturfunktion. Und die Dampffunktion unseres Multigarers kommt auch gleich dran, denn nun fehlen ja nur mehr unsere Knödel. Was werden das für Knödel? Dinkelknödel. Ich glaube, da wirst du begeistert sein, oder? Dinkelknödel geht. Ja, Dinkelknödel ist gut. Dinkelknödel ist gut. Dinkel ist eins der ältesten Getreide der Welt. Blödsinn, ich bin ein Tropf. Grünkern. Ja, Entschuldigung. Du hast nein, Dinkel geschrieben. Ja, und, nein, aber es ist Dinkelgrünkern. Darf ich aufklären? Dinkel und Grünkern sind eigentlich dasselbe und stammen auch von derselben Pflanze. Nur beim Grünkern wird das Dinkelkorn halbreif, also grün, geerntet, und dann getrocknet. Ursprünglich war das eine Methode, einen Teil der Ernte vor möglichen Schlechtwetterperioden zu retten. Weil gekochter Grünkern aber köstlich ist, wurde die Tradition, einen Teil des Dinkels grün zu ernten, beibehalten. Für unsere Knödel als Schweinsbratenbeilage wird nun also Grünkern und nicht etwa schwere Semmelwürfel zum Hauptdarsteller. Das ist jetzt geschroteter, grob geschroteter Grünkern. Und die ganze Geschichte wird ein wenig angeröstet. Warum? Gibt noch ein bisschen mehr Geschmack, ja? Und die ätherischen Öle lösen sich auch noch. Und jetzt, nachdem das passiert ist, man riecht es auch schon ein bisschen, geben wir ein bisschen ein Gemüsefond drauf. Zack. Man hört es auch zischen. Und es blubbert, das kennen wir daheim vom Grillkoch. Das wollen wir auch. Grünkern ist auch für uns Sportler sehr gut, weil es... Für uns Sportler finde ich lieb von dir. Dankeschön. Siehst du? Weil es viel Magnesium enthält. Und sportlich, wie er nun mittlerweile ist, schneidet Oliver eine Zwiebel klein und Karin verrührt den aufgekochten Grünkern noch mit etwas Wasser. Was für die Bindung unserer Knödel noch fehlt, wäre ein Ei. Hier muss man aber wie immer aufpassen, wenn man rohe Eier in etwas Warmes gibt, sonst entsteht ein Eierspeisgatsch.
Wie kann man herausfinden, wo kann man jetzt schon ein Ei dazugeben oder nicht, also mit der Hitze, dass es lippenwarm ist, ist die Methode. Sie nehmen ein bisschen was raus und tun es auf die Lippe drauf und wenn sie sich wehtun, dann geben sie kein Ei dazu. Ganz einfach. Nachdem Oliver aber nicht schmerzverzerrt aufgeschrien hat, passt die Temperatur offenbar und das Ei kann zur Grünkernmasse. Folgen noch etwas Liebstöckel, Majoran, ein kleiner Hauch Dinkelmehl für eine schöne Bindung. Und schon können die Knödel gerollt werden. Zwiebel drin, Kräuter drin, gesund ist. Damit perfekt. Damit können wir vor allem unseren Soft aufdunken. Und da ist Ackerfett drinnen. Ne? Wir haben das ganze Fett von dem Schwein runtergeschnitten. Genau. Somit haben wir da wirklich kein schlechtes Gewissen, wenn wir das machen. Und trotzdem den vollen Geschmack. So macht Oliver Hoffingers Abnehm-Selbstversuch Koch die Schlank, bei dem er in 15 Wochen 15 Kilo abnehmen möchte, absolut Spaß. Die gerollten Grünkernknödel wandern nun auf ein Siebblech und können auch schon bei 100 Grad in den Multigarer. Was ist der Vorteil eines solchen Dampfgarers? Es wird viel schonender gegart natürlich. Mittlere Stufe da rein. 15 Minuten würde ich sagen brauchen wir. Können wir da einschalten. Und Sie haben gesehen, es lässt sich mit einer Patrone füllen. Das heißt, Sie brauchen keinen extra Wasseranschluss. Wenn Sie jetzt keinen Dampfgarer zu Hause haben, was soll man machen? Sie können es auch kochen, die Knödel. Ja, es geht schon. Viel flaumiger und geschmacksintensiver wird es natürlich da drinnen. Während die leichten und gesunden Knödel nun ihrer Vollendung entgegendampfen, wird der Geruch in der Küche immer betörender. Ja, der Braten, das Kraut und die Knödel duften allesamt um die Wette. Also, wir sind so gut wie fertig, aber bevor wir wirklich zum, meiner Meinung nach, zum Haupteck, auf das freue ich mich am allermeisten, auf die Sauerei, auf den Schweinsbraten, werden wir jetzt einmal die Cracker noch anrichten. Schau mal, die sind, man sieht schon, ja, dass sie wirklich schön knusprig sind. Also, raus damit. Sehr schön. Finde ich auch. Man könnte die Cracker jetzt natürlich auch in exakt gleich große Stücke schneiden. Nachdem sie aber so knusprig sind, geht Brechen genauso. 2, 3, 4 Stück davon kann man sich auch trotz jedes Abnehmversuchs leisten. Karin kostet zuerst die Cracker gemeinsam mit dem Joghurt-Kräuter-Dip und Oliver jene mit dem Mango-Chili-Dip. Mhm. Also ich mag den Geschmack wahnsinnig. Ich liebe Kichererbsen. Mhm. Wahnsinnig gut. Das hält. Diese 2, 3 Stück, das ist jetzt natürlich ein bisschen tricky. Mhm. Ich kann auch das Ganze in 2, 3 Stück brechen. Stimmt. Das geht natürlich nicht. Also ich würde das noch einmal in die Hälfte, einfach in dieser Größe, 2, 3 Stück, dann ist es wunderbar. Also nicht so ein Stück leider. Sei nicht so gierig, Oliver. Außerdem musst du jetzt gerade eh keinen Snack essen, denn jetzt kommen ja unsere Stars zusammen. Zuerst der leichte Schweinsbraten. Schau mal, schaut das gut aus. Gleich da aufs Brett. Und da lassen wir es jetzt kurz nochmal... Ich weiß jetzt schon, dass es schmecken wird. Und auch die Grünkernknödel sind schon soweit und können aus dem Dampf raus. Unser Kraut ist jetzt natürlich auch schon perfekt eingeköchelt und wird jetzt nur mehr final abgeschmeckt. Ein bisschen Pfeffer, ganz wenig Salz. Fertig ist unser Kraut. Das gehen wir jetzt da in die Mitte drauf. Eine richtige Schlachtplatte machen wir jetzt schon mal. Von dem kann man aber auch wirklich viel essen. Da kann man sich richtig satt essen an dem Kraut. Die Knödel auf der Seite. Stellt sich nur mehr die Frage, ob unser heutiger Star, der Abnehm-Schweinsbraten, auch wirklich das große Highlight ist und Oliver jetzt auch motivieren kann, bei Koch die Schlank mit noch mehr Elan weiterzumachen. Ich bin ja gerade ein bisschen, also abnehmfaul will ich nicht sagen, aber ich habe so eine leichte Frustration, weil ich mir gedacht habe, es geht nicht so weiter, wie ich will, nicht 2 Kilo in der Woche, sondern nur noch einen. Wow, super saftig, schau mal da. Ganz großartig. Bleibt jetzt natürlich nur die Frage, wie das Ganze jetzt schmeckt. Ganz weich, oder? Ja, weich. Ein Stück für dich, ein Stück für mich. Danke sehr. Butterweich, saftig, schmeckt wie... Schmeckt wie richtiger wie Schweinsbraten. Ist richtiger Schweinsbraten. Kraut dazu. Knödel, Saft. Dem nächsten Sonntag steht kulinarisch gar nichts im Weg. Sie müssen nur die richtigen Zutaten kaufen. Das Rezept für diesen Schlankmacher Schweinsbraten mit Kraut- und Grünkernknödeln
finden Sie auf kochmitoliver.at. Und dort können Sie auch mitverfolgen, was Oliver unter der Woche alles isst. Auf Facebook, Twitter und Co. können Sie auch Ihr köstliches Abnehmrezept mit dem Hashtag KochmitOliver posten und mit ein wenig Glück gemeinsam mit Oliver im Studio kochen, so wie es Karin heute gemacht hat. Vielen, vielen lieben Dank, dass du heute da warst. Sehr gerne. Und ich glaube, ich weiß, was bei mir am Sonntag zum Essen gibt. Schalten Sie wieder an nächste Woche und schauen Sie, ob die Waage weniger oder mehr anzeigt.